Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute mein One-to-Read für den Juni für euch. Vorher aber noch ein kleines, tut mir leid, es kam jetzt länger nichts. Der Mai ist irgendwie überhaupt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich das geplant habe. Das passiert leider manchmal, aber ich hoffe jetzt im Juni wird alles besser und ich würde sagen, ich starte direkt mal mit den Büchern. Buch Nummer 1, das lese ich momentan auch, ist Das Gegenteil von Hasen von Anne Freitag. Ich habe hier jetzt nur den Schutzumschlag, weil das Buch drüben liegt. Ich lese euch mal vor, worum es geht. Sie sind in derselben Jahrgangsstufe und trotzdem in verschiedenen Welten. Julia, Marlene und Lennart im Zentrum der Aufmerksamkeit, der Rest irgendwo in ihrer Umlaufbahn. Dann geschieht etwas, das alles verändert. Eines Morgens macht eine Internetseite die Runde, die bis dato auf privat gestellt war. Darauf zu finden sind Julias ungefilterte Gedanken, Bomben in Wortform, die sich in kürzester Zeit viral verbreiten. Wer hinter der Aktion steckt, ist zunächst unklar, doch nach und nach kommt heraus, Gründe dafür hätten einige. Ich lese es, wie gesagt, gerade. Ich liebe es, aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Es ist immerhin von Anne Freitag. Als nächstes werde ich eine neue Reihe starten. Also es ist auch nicht die einzige Reihe, die ich diesen Monat starten möchte, aber ja, es geht um Dämonentochter, verbotener Kuss von Jennifer L. Armentrout. Ich habe ja jetzt die letzten Monate die Lux-Reihe gelesen und sehr, sehr gemocht. Deswegen dachte ich, ich warte gar nicht lange und fange mit dieser Reihe an. Und hier geht es um Folgendes. Die 17-jährige Alex muss mit ansehen, wie ihre Mutter von Dämonen getötet wird. Sie schwört Rache und erkämpft sich einen Platz am Covenant, der eine Elite im Kampf gegen die Dämonen ausbildet. Eine Gratwanderung, denn absolute Macht üben in ihrer Gesellschaft nur die reinblütigen, magisch begabten Abkömmlinge der griechischen Götter aus. Aber Alex ist nur ein Halbblut, ein einziger Fehltritt und sie endet als Sklavin. Aiden Sandelphi, ihr Ausbilder, ist reinblütig und somit tabu für Alex. Doch Alex fühlt sich unwiderstehlich zu dem jungen Mann hingezogen. Wird sie ihre Rache und ihr Leben für dieses Abenteuer aufs Spiel setzen? Klingt interessant. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich fand den Schreibstil von der Autorin in der Lux-Reihe wirklich sehr, sehr gut. Und mal schauen, was die Dämonentochter bereithält. Die nächste Reihe, die ich gerne anfangen würde, ist von Kai Meier. Ich weiß gar nicht, wie die Reihe selber heißt. Steht das hier irgendwo? Nee. Naja, der erste Teil heißt auf jeden Fall Die fließende Königin. Sieht so aus, der ist schon sehr, sehr mitgenommen. Das ist ein Überbleibsel aus einer Bücherei, wie man hier sehen kann. Wie das Buch zu mir gekommen ist, verrate ich euch dann in meinen Neuzugängen. Es geht um Folgendes. Merles Welt ist voller Magie. In einem Venedig, in dem die Zauberei nie gestorben ist, flüstert jedermann von der fließenden Königin. Doch nur Merle gewinnt ihre Freundschaft. Als die Mächte des Bösen das fantastische Wesen jagen, entbrennt im Labyrinth der dunklen Gassen und Kanäle ein abenteuerlicher Kampf. Meerjungfrauen und geflügelte Löwen, Meisterdiebe und Zauberspiegelmacher, sie alle haben ihr eigenes Interesse an der fließenden Königin. Doch dann bricht der Boden auf, Flammen schlagen Himmel hoch und etwas Unbeschreibliches steigt aus der Erde empor. Hier bin ich besonders neugierig drauf. Ich wollte schon immer sehr gerne was lesen von Kai Meier und als ich dann an diese Trilogie rangekommen bin, habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut und mal schauen, wie es mir gefällt. Es klingt auf jeden Fall sehr gut und interessant. Als nächstes, zur Abwechslung quasi, ein Einzelband, beziehungsweise sind das zwei Bücher, aber das ist so eine Sammelausgabe, deswegen sehe ich es jetzt mal als Einzelband. Und zwar von Stefanie Zweig, Nirgendwo in Afrika, irgendwo in Deutschland. Wenn ihr euch erinnert, das ist das Buch, das aussieht, als wäre es 600 Seiten lang, aber tatsächlich nur 330 Seiten oder so hat. Und ich lese euch mal vor, worum es geht. 1938 flieht die jüdische Familie redlich nach Kenia. Während die Eltern ihr Heimweh nicht überwinden können, erlegt die Tochter Regina schnell den besonderen Zauber Afrikas.
seinen Farben und Gerüchen, den wilden Tieren und den naturverbundenen Menschen, mit denen sie sich bald anfreundet. Und im zweiten Teil geht es quasi darum, dass die Familie wieder zurückkommt. Und gerade wo ich es vorlese, wahrscheinlich heißt sie nicht Regina, sondern Regina. Ja, ich bin auch hier auf jeden Fall gespannt. Es ist so ein Tatsachenbericht oder so ein Erfahrungsbericht halt. Afrika finde ich sehr faszinierend, deswegen denke ich mal, dass mir das ganz gut gefallen wird. Und zu guter Letzt der dritte Start einer Reihe, und zwar von N.K. Jemisin, Zerrissene Erde. Das Ganze sieht so aus, es geht um Folgendes. Inmitten einer sterbenden Welt hat die verzweifelte Esu nur ein Ziel, ihre Tochter aus den Händen eines Mörders zu befreien, den sie nur zu gut kennt. Seit sich im Herzen des Landes Sansia ein gewaltiger Riss voll brodelnder Lava aufgetan hat, scheinen immer mehr Menschen dem Wahnsinn zu verfallen. So lässt der Herrscher seine eigenen Bürger ermorden. Doch nicht Soldaten haben Essuns kleinen Sohn erschlagen und ihre Tochter entführt, sondern ihr eigener Ehemann. Essun folgt den beiden durch ein Land, das zur Todesfalle geworden ist. Und der Krieg ums nackte Überleben steht erst noch bevor. Auch das klingt sehr interessant, finde ich. Mal schauen, wie es mir so gefällt. Genau. Das sind die 5 Bücher, die ich im Juni gern lesen möchte. Es tut mir leid, wenn das Video ein bisschen wirr rüberkommt oder ein bisschen schnell einem vorkommt, aber ich bin leider nicht so hundertprozentig fit. Ich habe seit 2 Wochen akute Probleme mit Schwindel, weil mein Gleichgewichtsorgan im rechten Ohr ist entzündet. Und es ist ein bisschen schwierig und Lesen fällt ein bisschen schwer. Aber ich wollte das Video jetzt gerne machen, weil ich nicht noch länger Ausfälle beim Hochladen haben wollte. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr eins der Bücher schon gelesen habt, verratet mir das doch sehr gerne in den Kommentaren und erzählt mir, wie es euch so gefallen hat. Und verratet mir sehr, sehr gerne, was ihr euch für den Monat vorgenommen habt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaltet gerne auch im nächsten Video wieder ein. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und sage bye bye.